Also, pass mal auf, ich habe euch eine kombinatorische Aufgabe mitgebracht. Es gibt, ihr geht in eine Eisdiele, ne? In eine Eisdiele und da gibt es 10 verschiedene Eissorten. 10 Eissorten. Da könnt ihr euch ausdenken, welches da gibt. Eis, das ihr gerne esst, ne? Schokolade, Stracciatella, Erdbeer, Banane, was weiß ich. Okay. So, 10 Eissorten. Und es gibt unterschiedliche Eissortentypen Mensch. Ne? Also, vielleicht sollten wir erst noch sagen, ihr wollt ein Eis mit 3 Kugeln haben. Eis mit 3 Kugeln, okay? So, und jetzt gibt es unterschiedliche Sorten Mensch, die Eis auf unterschiedliche Art und Weise mögen. So. Nummer 1 sagt, mir ist egal, ob ich eine Sorte einmal oder mehrmals habe. Ne? Also ich kann auch ein Eis essen mit dreimal Erdbeereis. Ja? 3 Kugeln Erdbeereis sind vollkommen okay. Oder 2 Kugeln Stracciatella und eine Kugel Schokolade ist auch okay. Also Eissorten dürfen sich wiederholen. Ne? Aber mir ist die Reihenfolge nicht egal. Ne? Also wenn so ein Eis, eine Waffel, ne? In der Waffel ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Also, in der Waffel. Mir ist nicht egal, wenn ich jetzt zum Beispiel zweimal Stracciatella und einmal Schokolade habe, dann ist mir nicht egal, ob die Schokolade ganz unten ist oder in der Mitte oder oben, sondern ich möchte sozusagen als allerletztes die Schokolade haben, weil darauf möchte ich mich das ganze Eis lang freuen. Ne? Und ein anderer sagt vielleicht, nee, bei mir ist wichtig die Schokolade ganz oben, weil, keine Ahnung, die esse ich am liebsten als erstes. Egal. Also die Reihenfolge ist relevant auf der Eiswaffel. So, Fall 2. Auch hier wird gesagt, die Reihenfolge ist relevant, aber die Eissorten dürfen sich nicht wiederholen. Also Eissorten jeweils nur einmal. Und auch hier ist die Reihenfolge relevant. Also ich möchte in meinem Eis keine, weiß nicht, keine doppelte Sorte haben. Ne? Und mir ist wichtig, zuallererst Stracciatella zu essen oder zuallererst Schokolade oder zuallererst Banane. Und dann gibt es noch einen dritten Typ, der sagt, ja, Eissorten jeweils nur einmal. Genau, das gleiche. Und die Reihenfolge ist aber egal. Mir ist egal, ob ich zuallererst Schokolade oben habe oder zuallererst, keine Ahnung, Stracciatella. Hauptsache, mein Eis besteht aus Stracciatella, Schokolade und Erdbeer. Ja, also wie viele Möglichkeiten, sich ein Eis mit 3 Kugeln zusammenzustellen, gibt es denn jeweils für die 3 unterschiedlichen Sorten Mensch? Ich gebe euch 10 Minuten Zeit und dann schauen wir uns die Ergebnisse an. Und daran überlegen wir uns nochmal, warum viele, genau. Daran überlegen wir uns nochmal, warum die Formeln letzten Endes tatsächlich so gelten, wie sie gelten. Okay? Also, 10 Minuten, rechnet mal die Ergebnisse aus. Ich mache eine kurze Pause hier rein und in 10 Minuten komme ich wieder. Ihr dürft gerne aber natürlich im Chat schon mal Ergebnisse sharen oder Fragen stellen, ne?
Okay, ich würde sagen, wir können uns langsam mal an die Ergebnisse machen. Ihr habt euch jetzt in die Aufgaben eingedacht. Ja, schauen wir uns doch mal an, wie wir die Aufgabe 1 lösen. Also, wir haben 10 Eissorten zur Verfügung, 3 Kugeln pro Waffel. Die Eissorten dürfen sich wiederholen und die Reihenfolge ist relevant. So, schauen wir uns das mal an. Vielleicht machen wir das mal hier drunter. Okay. So, wie fangen wir da an? Wie habt ihr gestartet, die Aufgabe zu lösen? Schreibt's in den Chat. Okay, du hast gleich die Formel n hoch k genommen. Nudelsauce, sehr schön. Genau, darauf läuft es hinaus. Das wird die Formel sein, die diese Aufgabe löst. Genau. Wenn man jetzt aber nicht gleich die Formel verwenden möchte, sondern sich eine Vorstellung davon verschaffen, wieso ist das denn so? Oder erstmal eine Vorstellung überhaupt von der Situation generieren möchte, was würde man als allererstes machen? Kommt, schreibt in den Chat, was würde man machen, wenn man jetzt hier erstmal eine Vorstellung von der Situation generieren möchte. Ausprobieren mit verschiedenen Mengen, das könnte man machen, genau. Man hat für jede Kugel 10 Möglichkeiten, also 10 mal 10 mal 10, genau. Ihr seid aber schon wieder auf der Rechenebene. Ich hätte gerne eine Vorstellung, eine bildhafte Vorstellung. Naja, ich sage es einfach mal, wir können einen Baum Diagramm wieder machen, ne? Also wir können mal ein Baumdiagramm zumindest skizzieren. Ich fange mal an. Zeichnen, genau, Nudelsoße. Also, lass es doch mal zeichnen, die Situation, ne? Für die Aufgabe 1. Also, wir haben drei Eiskugeln. Das heißt, wir gucken uns erstmal die unterste, oder wollen wir mit der untersten oder obersten Eiskugel beginnen? Ist, glaube ich, egal. Da, wenn wir das Baumdiagramm von oben nach unten machen, fangen wir vielleicht mit der obersten Eiskugel an, ne? Die obere Eiskugel von den dreien auf der Waffel. Die Eiskugel ganz oben. Wie viele Möglichkeiten haben wir da? 10, natürlich, ne? Ich habe für die oberste Eiskugel, und ich skizziere das jetzt nochmal so an, ne? Habe ich vorhin schon mal gesagt, bei der anderen Aufgabe. Mir ist nicht wichtig, dass ihr den Baum vollständig zeichnet, sondern er sollte halt irgendwie, sollte die Struktur klar werden daran, wie der Baum aussieht. Ja? Ich habe hier die Eissorte S1, die Sorte S2, die Sorte S3 bis S10. So, 10 Eiskugelsorten. Jetzt habe ich mich für die oberste Kugel auf der Waffel für eine Eissorte entschieden, zum Beispiel S1. Wie viele Möglichkeiten habe ich dann für die zweite Kugel? S1 ist Stracciatella. Ich habe mich für Stracciatella entschieden. Wie viele Möglichkeiten habe ich für die zweite? Genau, Luisa schreibt 10, Luso schreibt 10, alles klar. Genau, es sind 10, ne? Weil die Eissorten dürfen sich wiederholen, haben wir gesagt. Okay, ich habe kein Problem damit, zwei Kugeln Stracciatella zu essen. Also auch hier wieder 10 Möglichkeiten. Und bei der dritten Kugel natürlich auch wieder 10 Möglichkeiten. So. Und ihr merkt, ja, ich habe nicht den ganzen Baum gezeichnet. Das wäre jetzt hier viel zu viel Arbeit. Ich habe einfach nur mal angefangen, mir eine Vorstellung von der Situation zu machen. Ja? Und man sieht jetzt, also da hat man natürlich auch überall die entsprechenden Äste, das kann man so andeuten, ne? Dass ich pro erster Kugel 10 Möglichkeiten habe. Ich habe für die erste Kugel 10 Möglichkeiten. Für jede dieser Kugeln habe ich dann wiederum 10 Möglichkeiten, die zweite Kugel zu wählen und dann wiederum 10 Möglichkeiten, die dritte Kugel zu wählen. Wie viele Äste, wie viele Pfade habe ich also insgesamt? Oben habe ich 10 Möglichkeiten für die erste Kugel, dann habe ich pro
pro erster Kugel jeweils wieder 10 Möglichkeiten für die zweite Kugel und für die dritte Kugel dann wiederum jeweils 10 Möglichkeiten, egal wie ich mich für die ersten beiden Kugeln entschieden habe. Das heißt, die Rechnung ist tatsächlich 10 mal 10 mal 10. Das heißt 10 hoch 3 gleich 1000. Es gibt 1000 Möglichkeiten, sich für ein Eis zu entscheiden. Ja, die Eiskugeln dürfen sich wiederholen. Ich habe da zum Beispiel einen Pfad mit dreimal der Sorte 1 hier links. Ja, das wäre, ja, okay, dreimal Stracciatella oder so. Oder S1, S1, S2. Das wäre dann Stracciatella, Erdbeer, keine Ahnung. Aber auf die Reihenfolge kommt es an. Also, ich habe hier beispielsweise den Pfad S1, S1, S2. Na, ich mache nochmal blau. S1, S1, S2. Diesen Pfad. Und das ist aber ein anderer Pfad als der Pfad, den es auch gibt. Den schreibe ich mal kurz hier rein. S2, S1, S1. Na, diesen Pfad gibt es ja auch. Ich kann mich hier für S2 entscheiden. Dann habe ich bei S2 10 Möglichkeiten, unter anderem S1. Hoppala. Und bei dieser S1 habe ich auch nochmal 10 Möglichkeiten für die dritte Kugel S1. Das heißt S1, S1, S2 und S2, S1, S1 sind zwei Pfade, die separat gezählt werden, obwohl sie dieselben Kugeln enthalten. Ich bin eben jemand, dem ist es nicht egal, ob Erdbeer ganz unten oder ganz oben oder in der Mitte ist, sondern das sind drei verschiedene Möglichkeiten. Ja, also. Na, mit Wiederholung, die Eissorten dürfen sich wiederholen. Die Reihenfolge ist aber relevant, weil eben die Pfade mit den gleichen Eissorten drin trotzdem separat gezählt werden. Und allgemein, und das hat jetzt vorhin schon Nudelsoße, glaube ich, war es gesehen, ne? Ist das natürlich die Formel n hoch k. Also ich habe n Eissorten und ich wähle k Eiskugeln in meiner Waffel. N hoch k. Oder vielleicht noch einen Schritt zurück. Also für die erste Eiskugel habe ich n Eissorten zur Verfügung. Für die zweite Eiskugel habe ich n Eissorten zur Verfügung. Für die dritte Eiskugel n Sorten und so weiter. Und für die letzte Eiskugel auch n Eissorten zur Verfügung. Wie viele n's habe ich? K n's habe ich zur Verfügung. Ne? Ich habe ja k Eiskugeln. Also n mal n mal n. Kn's miteinander mit multipliziert ist n hoch k. Okay. Das war natürlich die einfachste aller Varianten. Jetzt kommen wir zur zweiten Variante. Und ab jetzt sind wir Menschen, die Eissorten nur einmal haben wollen. Also ich möchte ein Eis haben mit drei verschiedenen Eiskugeln. Es soll nicht dreimal Stracciatella sein, es soll auch nicht zweimal Schokolade vorkommen, sondern drei verschiedene Sorten. Und die Reihenfolge ist relevant. Ich möchte bitte entscheiden, ob Stracciatella ganz oben in der Mitte oder unten ist. Selbst wenn ich drei gleiche Kugeln habe wie jemand anders. Gut, schauen wir uns das mal an. Also. Die Reihenfolge ist relevant. Also, was hatten wir gesagt? Eissorten nur einmal. Reihenfolge ist relevant. So, okay, wie geht's los? Ist klar, wie es losgeht, dafür starte ich vielleicht mal. Also wir machen uns wieder eine Vorstellung von der Situation. Wir haben n Eissorten und für die erste Kugel, für die oberste Kugel auf der Waffel, habe ich n Möglichkeiten wieder. S1, Sorte S1, S2, S3, Punkt, Punkt, Punkt bis
S10. So, jetzt habe ich mich für eine Eiskugel entschieden. Wie viele Möglichkeiten, also zum Beispiel S1, ich habe die Sorte S1 gewählt, wie viele Möglichkeiten habe ich jetzt für die zweite Eiskugel? Was meint ihr? 9 kommt schon sofort, 9, genau, ne? Weil S1 ist ja sozusagen schon vergeben, ist die oberste Kugel, die zweite Kugel kann nicht S1 sein, also habe ich hier noch S2, S3, hoppala, verschrieben, S3 bis S10 zur Verfügung. Nach S2 hätte ich zur Verfügung S1, S3, S4 bis S10 und so weiter. Also na, 9 weitere Kugeln. Das heißt, wenn ich mich für die erste Kugel für 10 Kugeln entschieden, zwischen 10 Kugeln entscheiden kann, zwischen 10 Sorten, ich habe mich für eine Sorte entschieden, habe ich bei der zweiten Wahl nur noch 9 Sorten zur Verfügung, also 10 mal 9, wenn ich nur zwei Kugeln habe. Ja. 10 Äste auf der ersten Ebene multipliziert mit 9 Ästen auf der zweiten Ebene. Und für die dritte Kugel habe ich dann natürlich nur noch 8 Möglichkeiten. Also hier S1, S2, dann muss ich hier S3, kann ich noch wählen, S4 bis S10 und so weiter. Also hier habe ich noch 8 Möglichkeiten auf der dritten Ebene. Bei der zweiten Aufgabe kommt also heraus 10 mal 9 mal 8. Das ist 720. Das hatte vorhin, glaube ich, auch jemand geschrieben, ne? 10 mal 9 sind 90, mal 8 sind 720. So. Man braucht keine Formel bei der Aufgabe, ne? Man guckt sie an, die 10 mal 9 mal 8, fertig. Und ich verlange auch in der Prüfung jetzt hier nicht, dass man da eine Formel hinschreibt, sondern wenn ihr das so herleitet und euch eine Skizze macht und dann die Rechnung daneben schreibt, ist völlig ausreichend. Wenn ihr natürlich die Formel sofort seht, haben wir vorhin schon mal besprochen, dürft ihr natürlich auch gleich die Formel verwenden und dann ist auch gut. Aber wie gesagt, die Gefahr ist, dass man eben geneigt ist, eine falsche Formel zu verwenden, wenn man keine geeignete Vorstellung hat von der Aufgabe. Insofern für alle diejenigen, die Schwierigkeiten haben, die richtige Formel zu finden oder sich unsicher sind, dann geht lieber den Weg, macht euch ein Baumdiagramm, versucht euch eine Vorstellung zu verschaffen und kommt so zum korrekten Ergebnis. Aber jetzt überlegen wir uns trotzdem mal, was für eine Formel ist das denn? 10 mal 9 mal 8. So, da kommt gleich N-Fakultät durch N-K-Fakultät. Genau, es hat irgendwas mit Fakultäten zu tun. Das erinnert einen natürlich an Fakultät. 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6 und so weiter. Was wäre 10 Fakultät? Schreiben wir es mal hin. 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Das ist N-Fakultät. Und das ist aber viel zu viel, denn wir wollen ja nur 10 mal 9 mal 8 haben. Was ist zu viel? Mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Das wollen wir nicht haben. Und das müssen wir wieder loswerden aus der Rechnung. Wie werden wir das los? Vorsicht, nicht subtrahieren oder so. Wenn ich etwas multipliziere, zu viel multipliziert habe, dann muss ich wieder die Umkehroperation verwenden. Dividieren. Ja? Ich habe hier mal 7 zu viel genommen, also muss ich wieder durch 7 dividieren. Ich habe mit 6 zu viel multipliziert, also muss ich wieder durch 6 dividieren und so weiter. Ich muss hier durch dividieren. Ich muss durch 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 dividieren. Denn jetzt würde, wenn man kürzen würde, würde sich ja die 7 rauskürzen, die 6 rauskürzen, die 5 rauskürzen, die 4 rauskürzen, die 3 rauskürzen, die 2 und die 1 sowieso. Und dann würde man bei 10 mal 9 mal 8 stehen bleiben. Ja, wenn ich 4 Kugeln hätte auf meiner Waffel, dann müsste ich ja 10 mal 9 mal 8 mal 7 rechnen. Ne? Dann würde ich halt nur durch 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 dividieren, die Fakultät, damit am Ende 10 mal 9 mal 8 mal 7 da stehen bleibt. So, was steht jetzt aber hier? Oben im Zähler steht N-Fakultät.
durch. Was steht unten? Wie komme ich auf die 7, wenn ich 10 Eiskugeln, 10 Eissorten habe und 3 Kugeln wähle für mein Eis? 10 Sorten, 3 Kugeln. Wie komme ich auf die 7? Naja, ich kann ja für jede Kugel, für jede der 3 Kugeln hier eine Zahl setzen, ne? 10 mal 9 mal 8. Das sind meine 3 Kugeln, die ich mit Sorten bestückt habe. Also muss ich dividieren durch 10 minus 3 Fakultät. Also n minus k Fakultät. 10 minus 3. Dann komme ich auf die 7. Hätte ich 4 Kugeln, müsste ich 10 minus 4 rechnen. Dann käme ich auf die 6 und würde durch 6 Fakultät dividieren. So kommt diese komische Formel zustande, ne? N-Fakultät durch N-K-Fakultät. Das ist eine Formel, die sieht kompliziert aus. Die macht aber nichts anderes, als die Fakultät von oben, in Anführungszeichen, runterzurechnen, bis ich insgesamt drei Faktoren oder K-Faktoren angesammelt habe. 10 mal 9 mal 8. Abbruch, ne? Drei Eiskugeln bestückt. Okay. Habt ihr dazu noch Fragen? So, naja, da gehen wir jetzt zur Aufgabe 3. Das machen wir vielleicht mal hier drunter, weil wir das da oben noch gebrauchen können. Die Aufgabe 3. Ist so ähnlich wie die, die wir jetzt hatten. Eissorte nur einmal. Aber die Reihenfolge ist nicht relevant. Also mir ist egal, ob ich ein Eis habe, das folgendermaßen aufgebaut ist. Stracciatella, Schokolade, Erdbeer oder Erdbeer, Schokolade, Stracciatella oder Stracciatella, Erdbeer, Schokolade und so weiter. Ist ganz egal. Das ist dasselbe Eis. Ja, das möchte ich nicht. Das möchte ich insgesamt nur einmal zählen. Egal, wie rum die Kugeln auf dem Eis sind. So. Und wie wir da jetzt drauf kommen, helfe ich euch ein bisschen. Wir nehmen mal die Aufgabe, die Lösung von der Aufgabe vorher. Ja, also diese Lösung hier. Die hier. Dieser Baum ist ja der Baum, bei dem jede Eissorte nur einmal vorkommen darf auf einem Eis, aber die Reihenfolge relevant ist. Also, ich habe 10 mal 9 mal 8 Möglichkeiten. In diesem Baum kommen aber bestimmte Kombinationen mehrfach vor, die ich bei Aufgabe 3 nur als eine einzige Möglichkeit zählen möchte. Welche kommen da mehrfach vor? Also, wenn wir zum Beispiel mal uns eine anschauen. S1, S2, S3. Diese Kombination der drei Sorten S1, S2, S3 kommt noch mehrfach in diesem Baum vor, nur in anderen Reihenfolgen. Zum Beispiel S1, S3 und dann hier unten S2. Oder hier S2, S1 und dann S3. Genau, das gleiche wie S3, S2, S1. Also auch hier S3, S2, S1 und so weiter und so weiter. Wir überlegen uns jetzt für eine solche Kombination,
In wie vielen verschiedenen Reihenfolgen kommt die da oben vor? Wird also dort wie oft separat gezählt, um diese dann bei Aufgabe 3 nur ein einziges Mal zu zählen? Wie oft kommt die da oben vor? Eine Kombination ist 1, ist 2, ist 3. Wie oft kommt die da oben vor? Was können wir da rechnen? Dreimal kommt sie vor, sicher. Da wird auf 6 getippt. Na, überlegen wir es uns mal. Wieder mit einer entsprechenden Vorstellung, nicht gleich ins Rechnen gehen. Ne? Wie oft kommt, und ich schreibe jetzt absichtlich zum Beispiel S1, S2, S3 im Baum bei Aufgabe 2 vor. Wie oft kommt zum Beispiel S1, S2, S3 im Baum bei Aufgabe 2 vor? Das können wir uns in einem Baum überlegen, ne? Wie viele Möglichkeiten, wenn ich die drei Kugeln S1, S2, S3 zur Verfügung habe, wie viele Möglichkeiten kann ich die auf ein Eis pflanzen? Ja? Also gibt es erstmal die Möglichkeit, die oberste Kugel kann S1 oder S2 oder S3 sein. Angenommen, die oberste Kugel ist S1, dann kann die zweite ja nur noch S2 oder S3 sein. Genauso hier bei S2 können es nur die anderen beiden sein. Und bei S3 können es auch jeweils nur die anderen beiden sein, weil ja keine Kugel mehrfach vorkommen darf auf dem Eis. Ja, und hier unten, ne, bleibt dann immer jeweils nur noch eine Kugel übrig. Ich mache es jetzt absichtlich mal vollständig, aber ihr wisst schon, worauf es hinausläuft, ne? Auf 3 mal 2 mal 1 Möglichkeiten. Genau. 3 Fakultät oder allgemein gesprochen K-Fakultät Möglichkeiten. Wenn ich K-Eiskugeln habe, K verschiedene Eissorten, ich habe K verschiedene Eissorten und K-Kugeln auf dem Eis, dann habe ich K-Fakultät Möglichkeiten, diese Kugel anzuordnen. In diesem Fall eben 6 Möglichkeiten. So, also nochmal zur Übersicht. Hier oben bei Aufgabe 2 haben wir gesagt, jede Eissorte nur einmal, aber die Reihenfolge ist relevant. Jetzt wollen wir die Reihenfolgenrelevanz rausnehmen. Ja? Uns ist egal, ob das Eis aus S1, S2, S3 besteht oder S2, S3, S1 oder S3, S2, S1 oder so. Ganz egal, soll dasselbe Eis ja nur einmal gezählt werden. Ich zähle also da oben diese eine Möglichkeit, S1, S2, S3. Sechsmal, die gibt es da sechsmal in unterschiedlichen Kombinationen. In diesen Kombinationen, in diesen sechs Kombinationen, die stecken hier oben irgendwo im Baum drin. Ne? Hier, da sind schon vier, haben wir reingezeichnet, die anderen beiden sind auch noch da. Sechsmal steckt die da oben drin. Diese sechs möchte ich nur als eine Möglichkeit zählen. Gucken wir uns eine andere Kombination an. Zum Beispiel S4, S5, S6. Wie oft steckt die da oben drin? Naja, auch sechsmal, ne? S4, S5, S6. S4, S6, S5. S5, S4, S6. S5, S6, S4 und so weiter, ne? Auch K-Fakultät mal. Steckt auch sechsmal drin. Jede Kombinationsmöglichkeit aus drei spezifischen Kugelsorten, Eissorten, steckt da oben sechsmal drin. Wir haben also sechsmal so viele Möglichkeiten gezählt, wie wir eigentlich bei Aufgabe 3 zählen wollen. Wir müssen also, genau, wird schon im Chat richtig vorgeschlagen, wir müssen also die Rechnung von oben nehmen. Und nochmal durch 6 teilen. Ja? Wir haben hier oben bei den 720, bei den 720 hier, diese Lösung, das müssen wir nochmal durch 6 dividieren. Ne? 720 durch 6 ist
120. Es gibt also 120 Möglichkeiten. Ein Sechstel so viel wie hier oben, ne? Weil hier ja bei der Aufgabe 2 jede Kombinationsmöglichkeit sechsmal vorkam. Ja, und jetzt wird auch schon gesagt, genau, wodurch muss ich dividieren? Ich muss also hier oben diese Rechnung, diese hier, nochmal durch 6 teilen, zusätzlich. Also diese Formel hier nehmen und durch K-Fakultät teilen. N-Fakultät durch N-K-Fakultät, nochmal zur Erinnerung, das war dieser Fakultät, diese abbrechende Fakultätsrechnung. Ne? Ich will nur 10 mal 8 mal 7 rechnen, Entschuldigung, 10 mal 9 mal 8 rechnen. Ich will 10 mal 9 mal 8 rechnen und muss deswegen mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 und so weiter rausrechnen. N-Fakultät ist zu viel, ich muss durch N-K-Fakultät dividieren. Und warum wird mir jetzt hier gerade ein Thumb Down angezeigt? Eine KI-Erkennung hier wieder zugeschlagen. Okay, so. Und jetzt habe ich aber jede dieser Kombinationsmöglichkeiten, jede der drei Eiskugeln, jede der K-Kugeln, habe ich K-Fakultät mal gezählt. Bei Aufgabe 3, wenn die Reihenfolge nicht relevant ist, muss ich die also nochmal rausrechnen, indem ich nochmal durch K-Fakultät zusätzlich teile. Und das ist N über K. Da hat man ein absichtlich sozusagen eine eigene Schreibweise erfunden, weil die eine ganz besondere Rolle spielt. Die kommt ja ganz oft vor. N über K ist gleich N-Fakultät durch N-K-Fakultät, um diese abbrechende Fakultätenreihenfolge zu haben und nochmal durch K-Fakultät dividieren, um die mehrfache Zählung derselben Kombination herauszuholen. So. Jetzt haben wir uns nochmal alle drei Formeln hergeleitet, die so wichtig sind und haben dazu auch noch entsprechende Vorstellungen aufgebaut, mithilfe des Eisbeispiels. Die vierte Möglichkeit übrigens, Eissorten dürfen mehrfach vorkommen und die Reihenfolge ist egal, die haben wir uns jetzt nicht angeschaut, weil es da wieder um die Multimengen geht und das ist ein Beispiel, das wird wirklich, das spielt nach meiner Erfahrung eher selten eine Rolle und ich habe vorhin gefragt, was klausurrelevant ist und nicht klausurrelevant. Also ich glaube, die Multimengen, die lassen wir mal weg. Ja, also diese vierte Variante, die brauchen wir nicht. Okay, habt ihr noch Fragen? Oh, danke. Es wurde mir gerade nochmal an anderer Stelle eine Frage geschickt. Ich habe mich verschrieben. Danke für den Hinweis. Hier unten habe ich das Fakultät. Ah, das habe ich an die falsche Stelle geschrieben, natürlich. Das muss hier stehen, ne? Ich mache das nochmal weg. Sorry. N-K-Fakultät natürlich mal K-Fakultät. Danke für den Hinweis. So ist natürlich richtig. Okay. Da wird noch gefragt, wie würde die Formel bei der Aufgabe A3 dann aussehen? Naja, gucken wir nochmal, schreiben wir das nochmal hin. Also, die Formel jetzt auf die Aufgabe A3 angewendet ist natürlich dann 10 Fakultät durch 10 minus 3 Fakultät mal 3 Fakultät. Also 10 Fakultät durch 7 Fakultät mal 3 Fakultät. 10 Fakultät durch 7 Fakultät ist 10 mal 9 mal 8. Deswegen haben wir ja sozusagen durch 7 Fakultät geteilt, damit wir nur 10 mal 9 mal 8 haben. 10 Fakultät durch 7 Fakultät. Und jetzt nochmal geteilt. Hoppala.
Ach, was war das denn jetzt? 10 mal 9 mal 8 geteilt durch 3 Fakultät. 3 mal 2 mal 1. Und dann kann man noch geschickt rechnen vielleicht. Also hier 9 und 3 kürzlich gegenseitig. Da haben wir oben die 3, 8 und 2, die 4. 10 mal 3 mal 4 ist 10 mal 12 ist 120. Okay.